Coole Sache. Mach das nochmal. Zum Artisanenboss geht's durch ein Portal hinter mir. Wenn du bereit bist, kannst du ihn herausfordern. Wir haben alle Drachen gefunden. Aber bevor wir diesen Boss machen, geht's noch in eine andere Welt. In die letzte. Die haben wir nämlich vergessen, Leute. Und das wird richtig bitter, wenn wir da nicht reingehen. Also werden wir. Okay. Ha! Du Dorfnase, bleibst doch noch genau von mir stehen. Und zwar, wir werden sehen, wo das reinführt. Dunkles Tal. Ich ahne Schlimmes. Die Flugzeit ist verdammt lang. Die Airline ist nicht gerade die schnellste Kappa. Okay. Bin ich so daneben so? Gar kein Problem. Da hüpft ein Frosch. Warum hüpft da ein Frosch? Kann man ja auch nichts machen, ne? Okay. Schade. Also, dann jetzt mal ab nach da oben. Die kriegen wir tatsächlich nicht auf. Ich gehe mal davon aus. Weißt du nicht, jawohl. What the fuck? Da hat er zweimal richtig eine gescheppert gekriegt, der Spyro. Also natürlich ein bisschen, ne, empfindlich. Erster Drache. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Danke für den Tipp, mein Sohn. Genau das hat er gemeint. Gar kein Problem von Baby. Bo. Thema durch. Auf jeden Fall lasst uns von vornherein hier sämtliche Diamanten auf jeden Fall mitnehmen. Okay, wir haben wieder 10 Leben. Ich möchte mal gerne wissen, wofür diese Truhe ist. Aber ich hoffe, das sieht mir hier noch aus. Okay, wozu das jetzt gut war, weiß natürlich auch keiner. Ich weiß echt nicht, wie man das macht, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man das dodgen soll. Muss vielleicht den Zickzack laufen oder was? Ah ja, wow. Ja, da kommst du hier rein und kriegst direkt eine verbraten, oder was? Was ist er denn? Okay, das haben wir. Da hinten ist ein Drache und der ist schon wieder nach Hause. Warum fliegt nicht nach Hause? Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Ah ja. Okay. Natürlich gehen wir jetzt nicht nach Hause. Sondern wir wollen ja noch weiter hier im Text. Okay.
Hätte ich jetzt so nicht gesehen, dass da oben was ist. Aber da oben scheint auch noch was zu sein auf der anderen Seite. Also werden wir dann natürlich auch hingehen. Leben Nummer 11. Okay, ich habe schon Hallos gehabt jetzt. Jawohl. Ah, okay. Das war jetzt eigentlich eher Zufall, Leute, dass man das herausgefunden hat. Aber der hat sich gerade in dem Moment wieder weggedreht und von daher... Ich dachte schon. Weil der sich umgedreht hat, habe ich gedacht, ich kriege jetzt schon wieder eine. Das, was man hier alles mitnehmen muss, was hier gefunden wird. Oh, ich glaube, der ist für die Kiste. Ganz am Anfang für diese goldene Kiste. Gehe ich hier ganz, ganz stark davon aus. Aber ist schon mal gut. Wir haben den Schlüssel dafür. Sehr, sehr beruhigen. Den Rache aktivieren wir jetzt auch noch. Oh, süß, alten Schrubber. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ja, alle Drachen gefunden. Welches Geheimnis ist? Ich freue mich. Und wir werden jetzt erstmal diese große Truhe am Anfang öffnen. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Warum springt der andauernd dagegen her? Hässiger Typ. Andauernd haut er sich die Jesan hier. Goldener Schlüssel, goldene Truhe. Wir sind gespannt. Oh, wow. Okay. Wie viel müssen wir denn hier auch holen? 100. Okay, uns fehlt echt lächerlicher Diamant. Nee. Das darf nie wahr sein. Ernsthaft? Ist ein Scherz, oder? Ist ja tatsächlich jetzt deren Ernst noch ein Diamanten? Damit wir das Level zu 100% abgeschlossen haben. Ha! Habe ich da unten vielleicht irgendwo einen übersehen? Warum springt er an? Ich sag nichts mehr. So lost, guckt euch das an. Okay. Na moin. 100% abgeschlossenes Level. Man kennt ihn. Bis auf das erste immer noch, aber das ist kein Problem. Da hole ich auch noch dann die 100%. Wir gehen wieder nach Hause. Wir haben dieses Level abgeschlossen. War eigentlich ja nicht groß das Level. Hat aber Spaß gemacht. Neue Gegner im Spiel gehabt. Springt ja schon wieder gegen die Wand. Ich versuche. Mir fällt dazu nichts ein. Mir fällt dazu absolut nichts ein. Wir haben auf jeden Fall reichlich Diamanten, 546 Stück. Und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Vor allen Dingen, wenn wir dann gegen diesen Boss da spielen, der wird bestimmt. Boah, Alter, da werde ich safe verlieren. Aber Leute, das soll es mit der Folge gewesen sein. Wie immer einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Kommentieren nicht vergessen. Und haut da rein. Peace.